Herzlich willkommen, liebe Freunde der Schutz-, Leit- und Elektrotechnik. Ich freue mich riesig. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute starten wir mit der ersten Episode unseres neuen Interviewformats Energy TV. Es geht heute um das Thema Transformatorschutz und wir haben einen großartigen Gast. Und zwar ist heute Sebastian Schneider von Siemens hier bei uns. Sebastian ist im Produktmanagement tätig. Er ist der Produktmanager für den Transformatorschutz von Siprotec und auch für den Generatorschutz, Spannungsregelung. Die Aufzählung ist hier noch nicht vollständig. Er macht noch mehrere Sachen. Und Sebastian, bevor du dich vielleicht ganz kurz selber vorstellst, von mir eine Frage, die habe ich mir bisher noch nie getraut zu fragen. Ist auch ein bisschen frech, also dafür schon mal Entschuldigung vorab. Warum heißt du eigentlich Schneider und arbeitest bei Siemens? Ja, gute Frage, ne? Ich habe bisher kein Angebot von der Firma Schneider bekommen. Aber es ist natürlich der Running Gag, ne? Auf jeder Konferenz, gerade international, kommt das immer sehr gut an, ja. Also am Ende ist es einfach bloß der Zufall, wie so oft im Leben, der dich dahin gebracht hat, wo du heute bist. Genau. Alles klar, okay. Ja, dann steigen wir ein mit der ersten technischen Frage zum Thema Transformatorschutz. Also wenn ich an Transformatorschutz denke, dann ist das ja eigentlich ein alter Hut. Ja, also Transformatorschutz bei kleinen Maschinen sprechen wir über eine Sicherung, einen Überstromzeitschutz. Wenn der ein bisschen größer wird und ein Öltrafo ist, dann habe ich vielleicht einen Buchholzschutz mit dabei, einen Differentialschutz. Im Generatorschutzbereich haben wir dann häufig auch mal einen Impedanzschutz. Dann gibt es maximal noch den Erddifferentialschutz und dann sind wir fertig. Daher meine Frage, ihr als Siemens, habt ihr da momentan irgendwelche Entwicklungen in der Pipeline? Ist das Thema abgegessen? Haben wir den Status quo erreicht? Oder seid ihr da nach wie vor dran, neue Dinge zu entwickeln? Gute Frage, auch gutes Thema. Ja. Wir sind dabei, neue Themen zu entwickeln. Innovationen treiben uns voran. Natürlich auch die Problemstellung der Kunden, den Ausbau der Netze, sprich Transition, ne, also immer mehr erneuerbare Energien halt zu bekommen. Mhm. Unsere Betriebsmittel in den Netzen sind uralt mittlerweile. Ja. Und die Überlastbarkeit bei Trafos ist natürlich ein großes Thema. Wie oft kann ich den Trafo, der bereits 30, 40 Jahre im Netz agiert, überlasten? Was bedeutet das für die Alterung? Mhm. Dementsprechend werden auch die Algorithmen angepasst beim Trafoschutz. Einerseits die vielen erneuerbaren Einspeisungen, umrichtergespeiste Netze, ist das Verhalten eines Umrichters ist nicht mehr das Verhalten einer Synchromaschine. Mhm. Also müssen wir natürlich dem auch Sorge tragen. Auf der anderen Seite natürlich auch Alterungseffekte beim Trafo berücksichtigen. Thema Aging, Hotspot, Windungsschusserkennung. Na, das ist ein Thema. Und jetzt schließt sich der Kreis. Also ganz aktuell sind wir eben dabei, auch eine sehr sensitive Windungsschusserkennung in den Trafo einzubauen. Ah ja, okay. Und somit ist natürlich neben dem Differentialschutz, den Erdfehler-Differentialschutz, Überlastkennlinien, thermische Kennlinien, eben, sag ich mal, so ein sensitiver Schutz halt ein Thema, wo wir eben Neuland auch für uns betreten, um eben halt noch mehr den Kunden an Sicherheit zu geben. Also kurz gesagt, es gibt neue Entwicklungen, es geht voran. Selbst bei so einem klassisch konservativen Thema wie dem Transformatorschutz ist noch Innovation mit im Spiel. Ihr habt auch vor gar nicht allzu langer Zeit, also du wirst es vielleicht genauer sagen können, seit wann es das gibt, habt ihr die sogenannte CWA-Funktion in den Schutz mit integriert, vor allen Dingen auch im Bereich des Transformatorschutzes. Vielleicht mal für unsere Zuschauer die CWA-Funktion. Was bedeutet CWA und was macht die? Also CWA steht für Current Waveform Analysis. Das heißt, wir schauen uns den Strom an bei einem Transformator in Rush. Der hat ein typisches Muster. Na, das kennt man alles aus der Elektrotechnik, aus der ersten Vorlesung über elektrische Maschinen. Na, wie sieht so ein in Rush aus? Das heißt, der magnetische Fluss im Trafo kann nicht springen. Damit entstehen diese typischen Stromlücken. Mhm. Na, und in der entgegengesetzten Richtung auf der Magnetisierungskennlinie sind eben geht der Strom zu Null. Und das wird mit dieser CWA-Methode detektiert und das ist ein sehr guter Indikator eben für einen Inrush, der eben nicht nur über die zweiten harmonischen detektiert wird, sondern parallel eben zu den zweiten harmonischen auch über diese Flachgebiete erkannt wird und damit eben eine sichere Trafo-Zuschaltung gewährleistet. Ja, macht jede Menge Spaß bei der Schutzprüfung. Wir haben da schon unsere ersten Erfahrungen dazu gemacht.
Weil das ist mal die Frage, ist das nur eine tatsächliche Unverknüpfung mit der eigentlichen 100-Hertz-Sperre oder nicht? Und ich bin der Ansicht, es ist keine. Aber ja, wie gesagt, für mich nochmal eine wichtige Frage, ist denn diese CWA-Funktion eine Siemens-eigene Innovation? Habt ihr euch das patentieren lassen oder ist das die Bewertung der Stromcharakteristik, also dieses Lücken im Signal vom Einschaltstrom, ist das ein Algorithmus, den ich auch bei anderen Herstellern finde? Genau, also das ist nichts Siemens-eigenes, ne? Also dieses Verfahren ist schon länger bekannt. Okay. Die Frage ist natürlich, wie genau baut man den Algorithmus, welche Art von Bedingungen hinterlegt man, dass man eben bei einem verlagerten Zweipolien-Kotschluss zum Beispiel nicht auf einen Inrush detektiert. Also da kommt es halt wirklich auf die Präzision des Algorithmuses an. Mhm. Und wie du schon sagst, es ist keine Verundung, es ist eine Veroderung. Ja. Und ja, es gibt andere Hersteller, die ähnliches Verfahren nutzen. Wir haben zum Beispiel bei Siprotec 4 und Siprotec 5 leicht unterschiedliche Verfahren. In beiden Geräten nennt sich das CWA. Mhm. Aber es sind von den Algorithmen oder von der Bewertung her unterschiedliche Verfahren. Hm. Ah ja. Okay. Und es ist keine eigene Schutzfunktion, sondern es ist eine Zusatzfunktion, die verwendet wird, vielleicht nochmal für die Zuschauer, um gegen Einschaltströme zu stabilisieren, was man ja vorher ausschließlich über diese 100-Hertz-Komponente gemacht hat. Genau, wir haben die Erfahrung gemacht, ne, da war ja weltweit, sage ich mal, verkaufen, dass eben manche Zuschaltungen eben nicht funktionieren, dass zwei-, dreimal zugeschaltet wurde oder mit deaktivierten Diff zugeschaltet wurde. Mhm. Und man hat sich das angeguckt, ne, oftmals zweite harmonische, nicht ausreichend, Crossblock eingesetzt, Crossblock zu lang eingestellt. Und da geht es ja dann in die eigentliche Technik selber hinein und sagt, Crossblock ist zu lang, innerer Fehler erzeugt mir auch zweite harmonische durch Stromwandersättigung und der Trafoschutz kann nicht auslösen. Richtig. Und da haben wir eben halt auch das CWA-Verfahren nochmal genutzt, die gleiche Überlegung, um bei inneren Fehlern auszulösen. Das heißt, wir bewerten die Stromkurven und überlegen oder bewerten das und sagen, ist es ein Inrush? Nein, wir haben hier einen Sinus mit einer zweiten harmonischen 100-Hertz-Komponente. Also es muss ein innerer Fehler sein, der eben zweite harmonische durch Stromwandersättigung zum Beispiel hat. Also von daher ist dieses Verfahren so ambivalent eingesetzt, dass es sowohl eine Blockierung als auch eine Freigabe erzeugt im Gerät. Mhm. Das merken wir natürlich dann beim Testen. Bei der Schutzprüfung dann immer wieder spannend, auf jeden Fall. Bleiben wir noch kurz beim Transformatorschutz. Was mich interessieren würde und unsere Zuschauer natürlich auch brennt, wäre für mich mal die maximal mögliche Knotenzahl, wenn ich jetzt das klassische Transformatorschutzgerät von euch nutze, das 7UT. Wir kennen das ja vom Sammelschienendifferentialschutz, also sind ja mittlerweile unzählige Messstellen möglich. Ich habe da immer folgendes Szenario vor Augen, wenn ich jetzt im Kraftwerksbereich bin und dort so einen Maschinentransformator habe und dann hängen meinetwegen an der Energieabführung nochmal 3, 4 Eigenbedarfstrafos, ein Erregertrafo dran, dann könnte ich ja auf die Idee kommen, dort einen Knotendifferentialschutz zu bauen und hätte dann viele, viele Messstellen. Was ist denn hier die obere Grenze? Was ist da mittlerweile technisch mit euren Geräten möglich? Also aktuell ist die Begrenzung, sind 16 dreiphasige Strommessstellen. Oh, wow. Und die kann man auch, wenn man geschickt ist, an den Trafoschutz heranführen, weil jede Messstelle einzeln bewertet wird. Das ist durch dieses Stabilisierungsverfahren so umgebaut worden. Das heißt, ich summiere nicht mehr in der Trafo-Seite. Mhm. Das passiert nur noch für die seitenbezogenen Schutzfunktionen, sondern ich führe jede Messstelle an den Diff ran und damit ist der Diff ein reiner Knoten und ich könnte bis zu 16 dreiphasige Strommessstellen da überwachen mit. Und eine Frage, die auch immer wieder kommt, ist, wenn ich da jetzt mehrere Transformatoren in diesem Knoten drin habe, ist das ein Problem oder geht das? Also ich sag mal, wenn jetzt, nehmen wir mal an, ich nehme dort die Unterspannungsseiten der Eigenbedarfstrafos mit in diesen Schutzbereich mit rein, habe dort unterschiedliche Schaltgruppen, unterschiedliche Spannungsebenen meinetwegen noch auf der Unterspannungsseite. Ist das technisch möglich? Das ist kein Problem. Also da ganz klar die Trafo-Seite, wo man eben die entsprechende Schaltgruppe einstellt oder wenn es halt ein Spezialtrafo ist, direkt eben die Phasendrehung einstellt. Das heißt, ich habe hier eben über ein benutzerdefiniertes Setting die Möglichkeit auch 7,5 Grad für einen Spezialtrafo einzustellen. Ja. Ja, cool. Okay, gut. Dann haben wir vielleicht noch eine ganz spannende Frage für unsere Zuschauer, weil im Zuge der Energiewende jetzt immer mehr auch kleinere Transformatoren in die Netze kommen.
Und hier ist es häufig gerade auch für die Errichter nicht so leicht, ja, Fingerspitzengefühl dafür zu entwickeln, was ich eigentlich für einen Schutz benötige. Ich kann ja so einen Transformator, der irgendwo im KVA-Bereich liegt, den kann ich ja wunderbar mit einem einfachen Überstromzeitschutz schützen. Und ab einem gewissen Punkt sagt man dann, okay, jetzt gehe ich hier mit einem Differentialschutz ran. Der Differentialschutz, der kostet ein bisschen mehr Geld. Ich habe mehr Messstellen. Was würdest du da aus deiner Erfahrung, aus der Praxis dazu sagen? Ab wann empfehlt ihr den Einsatz von Differentialschutz für Transformatoren? Also auch wie bei der Maschine, beim Generator ist es so, dass es natürlich auf das Gesamtprojekt drauf ankommt. Aber dadurch, dass die Funktion mittlerweile in allen Geräten, wie zum Beispiel in unser Universalschutzgerät verfügbar ist, kann ich natürlich schauen, inwieweit ich dann Differentialschutz einsetzen möchte. Also eine Schwelle, eine Leistungsschwelle, würde ich sagen, gibt es nicht wirklich. Ich habe schon bei 10 MVA gesehen. Mhm. Ich habe es auch schon kleiner bei KVA gesehen. Ja. Also gerade im Kraftwerksbereich gibt es das immer wieder, dass du auch eben bei kleinen Trafos, NS-Trafos, eben Differentialschutz auch einsetzt. Also du müsstest ja jetzt als Hersteller eigentlich sagen, Differentialschutz wird generell empfohlen für alle Trafos. Natürlich, du hast halt die höhere Genauigkeit und die höhere Sensitivität. Ne? Absolut, absolut. Und gerade wenn du natürlich im Thema Staffelung ankommst, dann... Also am Ende bleibt es deine Entscheidung, was ist dir dein Trafo wert? Genau. Nicht? Ja. Also ich glaube, ich hatte mal, es gibt ja den Dömeland, das Handbuch der Schutztechnik, etwas ältere Literatur, und ich glaube, ich hatte da mal drin so eine Empfehlung gelesen, um die 5 MVA war die gewesen, das habe ich immer noch so im Hinterkopf. Aber ich finde das okay, dass du das sagst, am Ende ist es immer eine Betreiberentscheidung. Oder je nachdem, Betreiber, der Errichter, der muss sich da Gedanken machen, was er da möchte. Und eine klare Grenze kann man da nicht vorgeben. Sollte jeder für sich selber bewerten. Ja, okay, dann kommen wir mal zu einer Schutzfunktion, die aus meiner Sicht die am meisten, most underrated, würde man auf Neudeutsch sagen, Schutzfunktion ist. Das ist eine Funktion, die findet kaum Beachtung. Und zwar der sogenannte Erdfehlerdifferentialschutz. Der EDIF, der hat ja die geniale Eigenschaft, dass er gerade sternpunktnahe Kurzschlüsse, Erdkurzschlüsse im Bereich von so einer Sternwicklung wesentlich sensitiver erfasst als der klassische Diff-Schutz. Ja, wir müssen dazu dann einen zusätzlichen Erdstromwandler im Erdpfad mit einbauen und würden dann das Nullsystem der Energieabführung, also der drei Phasen, errechnen und mit dem gemessenen Wert vergleichen. Hier mal deine Expertenmeinung dazu. Ist das ein Thema, was wirklich unterschätzt wird? Und ab wo und wann würdest denn du den Einsatz von dem Erdfehlerdifferentialschutz empfehlen? Gut, da kommt es natürlich ganz drauf an, was habe ich für ein Erdungssystem, ne? Ja, logisch, klar. Niederohmig, hochohmig oder eben Resonanz, Sternpunkterdung. Ne? Mhm. Im Ausland ist das State of the Art. Ja, natürlich auch dadurch getrieben, dass das in früherer Zeit halt High Impedance Erdfehlerdifferentialschutz war. Mhm. Jetzt kommen wir natürlich immer mehr zu dem Thema Low Impedance. Das heißt, meine Wandler müssen natürlich nicht mehr so groß ausgelegt werden. Ja, und ich als Experte würde ich sagen, ja, unbedingt. Mhm. Das heißt, sofern ich natürlich keine kompensierten Netze habe, kann ich eben diesen Erdfehlerdifferentialschutz einsetzen, um einfach nochmal viel sensitiver zu sein in Bezug auf den Differentialschutz. Ne? Der Differentialschutz üblicherweise ist so bei 20% EDIF eingestellt, auf den Objektnennstrom bezogen. Den Erdfehlerdifferentialschutz, den stelle ich so bei 10% ein. Ja. Und eben darunter eben nochmal zusätzlich wäre denn eben sowas wie einen Windungsschutz einzusetzen, der dann bis wenige Prozent der Windung eben überwachen kann. Ja, und ein zusätzlicher Vorteil ist ja auch, dadurch, dass ich den Erdstrompfad messe, habe ich natürlich die Möglichkeit, auch die Nullstromeliminierung dann eben nicht mathematisch durchzuführen, sondern einfach wirklich dieses gemessene Signal dann mit zu verwenden. Genau, wir empfehlen das. Ne? Ja. Also da sind wir, ja, glaube ich, mittlerweile, oder sind wir alleine auf dem Markt mit dieser Nullstromkorrektur. Das heißt, ich binde den Stromwandler im Sternpunkt mit ein und korrigiere den tatsächlichen fließenden Nullstrom. Damit ist der Diff dann auch nochmal sensitiver auch gegen Stromwandlersättigung sind wir da etwas besser aufgestellt. Ja. Okay. Wir kommen schon fast zur letzten Frage. Also wir sind bei der vorletzten Frage angekommen und da geht es jetzt mal um das Thema Buchholzschutz. Also wenn ich jetzt so ein Öltrafo habe mit einem Kessel, der Buchholzschutz, da gibt es wieder unterschiedliche Meinungen, kann unterschiedlich eingebunden werden ins Schutzkonzept. Also die einen sagen, also mir reicht das völlig aus, wenn der Buchholzschutz irgendwo über einen Binäreingang in mein Schutzgerät eingekoppelt wird und dann tue ich das über die Software irgendwo rangieren und gehe dann diese üblichen Auslösewege, die ich habe. Andere sagen,
maximal ein Koppelrelais und dann Feuer und auf die Spule. Und dann gibt es auch noch den Extremfall, die sagen, also das Ding am besten wirklich direkt auf die Spule vom Schalter zu verdrahten. Also von daher auch mal aus deiner Erfahrung, was würdest du hier empfehlen? Wie auch vorhin, ist eine Philosophiefrage. Ne? Also ja. Es geht alles. Ja. Ne? Also manche Kunden, mittlerweile hat man an den Buchholz-Relais mehrere Kontakte, die man verwenden kann für die Auslösung. Das heißt, ich kann einen direkt auf eine Spule bringen. Ich kann einen über das Trafoschutzgerät bringen. Im Kraftwerksbereich ist es üblicherweise so, es geht in die Matrix mit rein, ob das jetzt eine Software-Matrix ist oder eine Hardware-Matrix ist. Also üblicherweise ist es natürlich schön, wenn wir die Information bekommen. Ja. Auch was natürlich das Thema Sicherheit angeht heutzutage. Man kann den direkt einkoppeln und dann eben den Auslöseweg nutzen, den das Schutzgerät hat. Wir sind auch dabei, eben noch mehr Informationen uns mit einkoppeln zu lassen, um eben halt mehrere Datenpunkte zu haben, um eine sichere Auslöseentscheidung zu treffen. Ist klar. Und vor allen Dingen hat man später dann auch irgendwo einen Zeitstempel zur Verfügung. Wobei ich auf der anderen Seite immer noch dazu sage, wenn er wirklich direkt auf die Spule verdrahtet wird und wirklich da keine weitere zusätzliche Verzögerung drin ist, dann kann man ihn wirklich als einen schnelleren Schutz bezeichnen in Bezug auf den Differentialschutz. Das ist richtig. Ein paar Millisekunden wird natürlich durch die Prozesstechnik oder durch die Prozesszeit verloren im Gerät, aber das sind wenige Millisekunden. Also am Ende sind es vielleicht durchs Schutzgerät selber nur 2 Millisekunden mit Auslösekontakt maximal 5 Millisekunden, die man verliert. Ja. Bei einem guten Schutzgerät. Bei einem guten Schutzgerät, ja. Genau. Wir kommen zur letzten Frage, Sebastian. Und zwar IEC 61850 ist in aller Munde. Eure Siprotec-Geräte, die laufen in der aktuellen Generation auf der Edition 2. Hier wäre meine Frage an dich, ob dort eine Weiterentwicklung stattfindet oder ob wir mit der Edition 2 den Status quo gefunden haben. Was ist dort im Hintergrund? Läuft da irgendwas? Na, aktuell sind ja die Bestrebungen zur Edition 2.1, beziehungsweise laufen ja schon Diskussionen zur Punkt 2. Und wir müssen natürlich dem Sorge tragen, dass wir eben da State of the Art, dass wir aktuell sind. Und wir bauen natürlich im Hintergrund auch die neuen Datenobjekte ein. Also sämtliche Hersteller sind natürlich in diesen Gremien, in diesen Standardgrenzen mit vertreten. Und da wird natürlich fleißig an der Standardisierung gearbeitet. Wir auch, natürlich als Hersteller. Ja. Und also die Entwicklung geht weiter? Die Entwicklung geht weiter, wir bleiben nicht stehen, ja. Und es wird dann irgendwann so sein wie bei meinem iPhone 14 Pro oder iPhone 15, die Zahlen steigen dann inkremental. Ja, ja gut, Gott sei Dank sind diese Gremien oder diese Standardisierungsgruppen nicht ganz so schnell, aber natürlich neue Datenobjekte und das Thema Digital Substation treibt das natürlich ungemein. Es wird halt, also man muss eigentlich verstehen, dass die IEC 61850 nicht nur ein Protokoll ist, sondern dass es ein Datenmodellierungsstandard und von daher passiert da ganz, ganz viel. Also da ist das Ende noch nicht erreicht, ja. Wir sind durch, Sebastian. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, den weiten Weg hier bis in die Provinz zu mir zu fahren. Vielen Dank. Meine letzte Frage vielleicht an dich. Stehst du für ein weiteres Interview zum Thema Generatorschutz zur Verfügung? Ja, gerne. Also. Großartig, danke. Vielen Dank, Sebastian, an euch. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt und vielleicht Vorschläge auch für neue Interviewpartner, dann schreibt uns das einfach in die Kommentare oder eine E-Mail an info@schutztechnik.com oder info@engineering-academy.com. Wenn euch dieses neue Format gefällt, dann bitte den Daumen klicken, teilen nicht vergessen und den Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Reinschauen, herzliche Grüße und bis bald.